So, da bin ich mal wieder zurück. Ich weiß, ich war eben noch live, aber wir sehen es jetzt, was ich geschafft habe. Insgesamt dann jetzt innerhalb von, warte, wann hat die Season angefangen? Sonntag, Montag, Dienstag. In 9 Tagen. Level 100. In 9 Tagen. Ist schon ein bisschen krank. Ach Gott, schon mit gerade noch ganz entspannt den Skin ab, beziehungsweise alles, was noch möglich ist. Also neun, ich wusste ja schon, dass es schnell wird, diese Season. Dass ich halt wirklich Bock habe, Gas zu geben. Aber dass es dann letztendlich so schnell geht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Dann für alle, die sich halt fragen, wie habe ich das Ganze geschafft? Dazu kann ich eigentlich sagen, kann euch 3 Tipps geben. Also, erstens, hier die Map hatte ich schon ein Video zugemacht, wo ihr einfach nur die Hühner töten müsst oder immer wieder neu in die Runde rein, euch aufs Boot setzen, kriegt da von 12.000 bis 1.000 XP. Dann hier die Map, die hat iPlayTobi auch vorgestellt, damit habe ich eben noch schnell 2 Level gemacht. Einfach nur in den Safe reingehen, dann den Safe immer wieder auf zu, auf zu, auf zu. Und natürlich rette die Welt. Und rette die Welt, machst du am Tag auch deine 5 Level auf jeden Fall. Warte, 5, ne, 7 Level. Aber das Ganze dauert halt 4 Stunden mindestens. Dann, was ich halt immer noch trotzdem noch gemacht habe, ist halt, wo sind wir zu Hause? Hier sind wir halt einfach meine täglichen Aufgaben. Wie ihr seht, heute auch wieder Meilensteine, immer wieder ein bisschen drauf geachtet. Aber in Anführungszeichen habe ich trotzdem nur 144. Wenn ich ja schon manche sehe mit 200 oder so, ist schon geisteskrank. Aber ihr seht, es ist zu schaffen, ohne Level zu kaufen. Wer täglich bei mir dabei ist im Livestream, sieht das auch anhand der V-Bucks. Es wird auffallen. Also in dem Sinne, heute auf jeden Fall viel Spaß noch beim Leveln. Wenn Fragen sind zum Leveln, schreibt es einfach in die Kommentare. In dem Sinne, haut rein.